Oh, was gibt's dir, die Scheiße? Oh, ich hasse es. Und das wisst ihr. Ihr habt's, denke ich mal, mitgelitten. Okay. Aber die Kameraperspektive ist eine andere. Und ich möchte behaupten, die ist vielleicht sogar besser. Wartet mal, da sehe ich nämlich besser den Schalter in der Mitte. Dann kann mir das nämlich nicht mehr passieren, dass ich da irgendwie doch daneben... ne? Okay, das war richtig dumm, ne? Nicht drüber laufen, bitte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht hatte. Also erstmal hier hin. So. Dann die Geschichte darüber. Das kann ich eigentlich schon machen, ne? Ja, das ist ja egal. Ist gut wie gesprungen. Okay, jetzt hier hin. So, das ist auf jeden Fall jetzt verdeckt. Da kann nichts mehr passieren. So, dann die Leiter wieder zurück. Ach nee, ich muss das andersrum machen. Ja, ich weiß wieder. Ah, ich muss es andersrum machen. Wo hängt es jetzt fest? So, okay, dann muss ich aber erstmal jetzt die Leiter wegschieben. Eile mit Weile, sage ich immer. So. Bitte nicht rüberlaufen, Jill. Danke. Mhm. So. Sieht auch gut aus. So, Kiste rüber. So, also ich würde behaupten, die sind beide jetzt komplett zu. Die Lüftungs... Löcher quasi. So. Das sollte auch diesmal eigentlich funktionieren. Sehr gut aus. Ah, die Kamera, die ist deutlich besser als im Standardmodus, deutlich. Ja. So, da liegt ein Zombie, der sicherlich nicht tot ist. Ich habe Erinnerung gehabt, dass hier ein Kackvieh kommt. Ja, machen wir alles. Falsche Taste. So. Bleiben wir mal liegen. Ich habe gedacht, die stehen jetzt vielleicht auf. Gut, der Dude ist natürlich hier, ne? Der will mir ein Schnippchen schlagen. So. Der schlägt jetzt aber gar nichts mehr. Ui. Okay. Ja, die Kackviecher, die können jetzt echt gefährlich werden gleich, weil ich nicht so viele... Gut, ich habe ja noch den Dingsraum vor mir noch, den... Mit der Truhe. Aber ich will euch ja trotzdem die Flammenbrandfunktion zeigen.
Sofern ich dies nicht getan habe, weil ich es gerade echt nicht mehr weiß. Wir könnten ja auch ein anderes Ende heraufbeschwören, ne? Und einfach die Person nicht retten. Also sprich den Chris. Nee, den retten wir. Wir sind ja gute Leute. Das können wir nicht machen, den armen Kerl einfach zurücklassen. Oh, dann können wir nochmal ein Superkraut herstellen. Das ist doch wunderschön. Ich finde das so krass beim Labor, wie schnell das Labor eigentlich geht. Weil ich habe echt gedacht, so, ah, ich brauche da eine ganze Aufnahmesession für. Ja, gar nichts. Das geht ruckizucki. Habe sogar ein bisschen Zeit für Mass Effect 2 gleich. Oh, ich fange mit Chris an. Mal gucken. So. Alles klar. Hier ist noch weitere Sprengmunition. Und ja, dann komm, ich nehme die jetzt mit zu den Kackviechern. Ne, es war nur Brandmunition, sonst Ingribon. Aber Ingribon kann ich eigentlich mal verwenden jetzt. Da. Ja. Ja, ich weiß noch, die Sprengmunition war eigentlich scheiße gegen die Drecksviecher. Das habe ich noch in Erinnerung, ja. Das war ziemlich dumm. Gerade wenn die an der Decke hängen, da bringt das relativ wenig. Habe ich keine Dings mehr. Okay. Ja, Magnum-Geschosse. Lassen wir hier. Brauchen wir bestimmt noch alle. So. Gut, ich habe doch ziemlich viele Heilgegenstände, merke ich gerade mal so. Gut, Kombi, Kombi, Kombi. Für den Fall eines Falles. Ich weiß nicht, soll ich die Merk nur mitnehmen? Ich nehme die Merk nur mit für den Fall eines Falles. Ich weiß, Cold Python, ich sage immer Merk nur dazu, keine Ahnung. So. Ist das eigentlich. Ist ja prinzipiell schlicht und ergreifend falsch, oder? Eine Cold Python als Merk nur zu bezeichnen, oder? Ah, Magnum ist halt so dieser Überbegriff, der hat sich für mich persönlich so eingependelt, weil bei Teil 5 beispielsweise gibt es ja 3 verschiedene oder 2, bei Teil 4 gibt es ja auch schon 2 verschiedene. Und ich nenne die alle Magnum. Ich weiß auch gar nicht, ob die auch dem zur Waffengattung Magnum da zählen in dem Spiel, weil es gibt ja Sturmgewehr, Schrotgewehr. Ich würde jetzt fast denken, wenn es da eine Waffengattung gibt in dem Spiel, würde ich sagen, die zählen zu der Waffengattung Magnum. Aber vielleicht irre ich mich aus, kann natürlich sein. Nichts Genaues weiß man nicht. So, jetzt wird es sehr laut. Das heißt, ihr werdet mich jetzt erstmal nicht hören, weil ich auch nichts sagen werde, weil es einfach nichts bringt. Oder wenig sagen werde. Er ist schon tot, alles klar. Er ist nicht tot. Wow. Okay. Also die Brandgranaten können einiges anscheinend. Die sind echt gut. Uiuiui! Ui, you
So. Ich habe dazugelernt, nach dem 35. Mal. So. Komisch, dass hier keiner ist. Vielleicht auch im Rückweg gleich, das kann sein. Wie ich sagte, das sind richtige Kackviecher. Es sind richtige Drecksviecher. Das muss man echt so sagen. Wow. Okay, gut. Da weiß ich auf nächstes Mal Bescheid. Dann werde ich da... Was ist das? Mit der Magnum vielleicht reingehen. Gut, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. An der Stelle wieder. Bis gleich. Okay, dann nächster Versuch. Ja, ich... Na, komme ich nicht mehr. Dafür habe ich es ja. So. Shit! Habe ich den nicht getroffen? Was ist das für eine Scheiße? Wow. Ich habe die einfach nicht getroffen, das ist auch hart. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Das scheint jetzt so der schwerste Raum des Spiels zu sein anscheinend. Ja, dann... Keine Ahnung. Ich versuche erstmal den auf dem Boden platt zu machen. Hin. Da. Das heißt, ich muss einfach nur rennen. Kämpfen bringt nichts. Ja, das, meine lieben Leute, ist der schwerste Raum des Spiels. Das war im Original nicht der Fall so. Okay, jetzt nehme ich wieder die Magnum und laufe diesmal in die andere Richtung. Und versuche den von oben runter zu holen. Alter, und dann versuche ich einfach zu rennen. Sehe ich im ausgewichen bin, geil, oder? Das sind das Drecksviecher, meine Herren. Oh, Scheiße. Wow. Und ihr habt gesehen, die Magnum ist halt ja auch nur ziemlich peripher tangiert. Also, mein lieber Scholli. Gut, da werden sie schon weggebombt gleich. durch die Selbstzerstörung. Alter Schwede. Weil die hier, mit der habe ich ja überhaupt keine Probleme gehabt. Aber... Das war übrigens im Remake ja auch so, dass man dieses Ding getragen hat und was bei einer Erschütterung ja dann sich
Ja, was explodiert. Wodurch man dann tot ist. Ja, es war eine nette Idee, prinzipiell. Puh. Ja, kann ich jetzt nicht mehr und nicht weniger zu sagen. War eine nette Idee. Gut, ja gut. Bazooka hat es jetzt erledigt. Jetzt gibt es nur noch Fast Forward quasi. So, 27 Schuss dürfte reichen für anderthalb Tyrants und diverse gemixte Kräuter. Ich nehme schon mal die beiden hier mit. Das dürfte für den ersten Kampf gegen Tyrant reichen. Denn die... War das ein Standard? Im Stand war es nicht so, oder? Da haben wir oben eine Energie noch gebraucht für, ach, die Energie, Batterie gebraucht für den Aufzug, aber... Okay... Ah, nee, ich muss ja zum... Ja, ich muss, glaube ich, zum Gefängnis zurück und dann irgendwie... Genau so war das, ja. Richtig, richtig. Was heißt zurück? Ich weiß auch gar nicht. Ja, okay. Da habe ich mich zu früh auf den Tyrant gefreut. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So war das. So, dann bekommt ihr jetzt die Magnum zu schmecken. Auch wenn es immer noch eine Cold Python ist. Und ihr sie doch nicht zu schmecken bekommt, weil ich einfach dran vorbeilaufe. So. Sehr schön. Is that you, Jill? Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Ja, es wurde ja damals auch schon thematisiert beim Standarddurchlauf von euch in den Kommentaren, dass der Chris Gott sei Dank auf uns wartet. Dass er so gütig ist. Trotz alledem wäre ich jetzt aus der Batterie nicht so ganz schlau, die ich noch mit mir führe. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Aufzug gehe, müsste es eigentlich funktionieren. Mal schauen. Ups. Oh. Stimmt, sie schießt ja automatisch auf den Kopf mit der Magnum, die immer noch eine Cold Python ist. Energieversorgung fehlt. Okay, ich verstehe es nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also irgendwie... raffe ich es gerade nicht, muss ich gestehen. Ich habe da unten... also bei den Drecksviechern, das habe ich doch aktiviert gehabt.
Der ist doch für den Aufzug ganz am Ende, oder nicht? Die Batterie jetzt hier. Jetzt kann ich den Aufzug in Gang setzen. Hä? Ich muss mal zu den Drecksviechern. Ich hab da irgendwas übersehen, glaube ich. Ich habe doch den einen Schalter aktiviert gehabt, meine ich. Hab den Schalter aktiviert und habe ich doch Batterie mitgenommen. Ich muss nochmal hin. Ich habe keine Wahl. Boah, es ist jedes Mal das gleiche im Labor. Jedes Mal kriege ich es nicht auf die Reihe. Da haben wir jetzt die drei Drecksviecher, ne? Ah. Und alle haben wieder volle Energie jetzt dementsprechend. Also irgendwas zum... Hier ist auch was. Ah, den habe ich übersehen, okay. Müsste es eigentlich reichen, oder? Ich muss irgendwas mit der Batterie machen. Ich glaube, die ist für oben, die Batterie. Ich habe irgendwie... Ich kann mich erinnern, in den Aufzug vor dem Terminkampf eine Batterie irgendwie eingesetzt zu haben. Das ist okay jetzt mit diesem Schalter. Da habe ich jetzt einfach nicht mehr dran gedacht, weil ja zwei Sachen waren mit einem Monitor, die man anwählen konnte. Deswegen war ich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt.